Jo Leute, was geht ab? Das ist mein erstes richtiges YouTube-Video sozusagen. Ich spiele heute Battle Royale und ihr könnt mir dabei zugucken. Und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen, weil es ist so mit mein erstes Video halt, was so richtig mit Fortnite ist und so. Ja, ich hoffe, ich rede nicht so viel im Video, also dass es euch so nervt, dass ich so viel rede. Naja. Ich lädt erstmal noch. Ah, wie lange braucht das? So, jetzt geht's los. Nicht wundern, ich hab ein bisschen im Halsschmerzen. Und ja. Also. Stimme ist voll verranzt. Wer hat mir geschrieben? Bruno, aha. Ja, moin. So, da sind wir auch schon. Ich werde vielleicht ein, zwei Runden spielen. Ja. Nein! Ja. So. Da sind wir auch schon. Was habe ich hier noch für Aufträge? Ist das zurück in ein Fahrzeug zurück? Ja, das kann ich machen. Das kann ich machen. Aber jetzt muss ich erstmal nur noch wo landen. Und bei der Tankstelle. So. Ich hoffe, ich werde nicht direkt sterben wegen den da oben. Ja, probieren wir direkt hier die Waffe zu snacken. Mal durchgespammt. So. Der ist schon mal weg. Das ist sehr gut. Das Auto, by the way, finde ich voll geil hier. Also, ist halt so alt. Finde ich halt einfach geil. So. Hier ist so eine Truhe. Sehr gut. Oha! Das ist ja ultra gut. Ey, Junge, es buggt. Weg damit. So. Okay, Auto ist auch schon mal hier. Munitionskiste erstmal looten. Sehr gut. Nochmal Schockwellen. Erstmal auftanken. Ganz normal. Sorry. Ah, guck mal, hier oben liegen noch Minis. Ich bin ja auch ein bisschen so erkältet, also ja. Ist halt ein bisschen komisch hier gerade so in Deutschland. Guck mal, da hinten kommt Blut drauf. Loot Drop ist gelandet.
fast. Zack. Mehr war nicht. Was ist das für Scheiße? Das kommt hinter. So. So. Da vorne ist ein Gegner da vorne. Geh hier. Okay, Bruno, wir mitspielen, das ist sehr gut. Da kommen wir da oben. Oh, tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Schlecht, Junge. Oh, Bruno, hallo? Digga, lebst du noch? Ja. Noch lebe ich. Ich nehme gerade YouTube-Video auf, ne? Du bist gerade in einem YouTube-Video. Ich lade das später bei YouTube hoch. Ja. Ich war auch gestern bei Ryan und bei seinem Cousin live. Also, wir waren live. Achso, ihr wart da alle live. Ja. Ich dachte, dein Cousin war. Ja, waren wir auch. Also, der Cousin war live und ich bin halt einfach noch beigetreten mit Ryan dann. Also, er hat mit Ryan gespielt und ich bin beigetreten. Dann Grüße für alle Fischis. Ja. Ey, ja. Ich finde diesen Erbsen-Typ irgendwie viel lustiger als Fischi, muss ich ehrlich sagen. Ich hab den leider noch nicht. Warte, welches Level bist du? Ich hab den schon lange. Tschüss. Ich bin 32. Ja. Ich brauche irgendeine Spraywaffe. Das Medikit muss weg, tut mir leid. Medikit braucht keiner. Digga, ich feier gerade. Ja, du weißt nicht, wie ich darauf komme. Ich spiele einfach Bad Wars und Digga, das ist so Bock, Alter. Boah, den habe ich weggescheppert. Ariana Grande. Hä, die ist immer noch drin. Ja, die neue Version. Ich hasse die. Ja. Wer spielt die überhaupt? Das ist der größte. Digga, was ist das? Barbie 2.0 oder was? Digga, das Schwein, also das Skelett, Alter, passt genau. Okay, ich kann nicht treffen. Der hat ein Emote. Der hat gar kein Emote, ist aber nicht. Hä? Hier wird ein Emote angezeigt und hier ist kein Emote. Ja, moin. Ja, dann musst du nochmal weggehen, also musst du nochmal rüber switchen auf was anderes und dann nochmal darauf. Nein, aber der ist ja im Paket, aber ich kann ja nicht. Hä, hey, der ist gar nicht im Paket. Guck mal, es ist so ein Paket von dieser Raumfahrerin Ariana. Kennst du bestimmt? Ja, habe ich gesehen. Ja, ja. Digga, die hat da hinten so ein Emote auf dem. Geht man aufs Paket, ist der Emote nicht das. Ja, das ist der größte Scam. Digga, okay. So, ja Leute, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Creator Code habe ich noch nicht. Ich weiß zwar nicht, wie man den holt, aber keine Ahnung. Ui. Du musst 1000 Da kannst du dich in ein Gewinnspiel mitmachen. Und dann kriegst du den. Oder du bist wahrscheinlich und kaufst dir den Creator Code. Tschüss. So, erstmal mit Squadbusters gehen und alle hier schön wegklatschen. Ich habe mir das Spiel auch hochgeladen. Ich finde das erinnert mich irgendwie gar nicht mehr so. Erinnert mich an irgendein so anderes Spiel. Ich glaube Zoba oder wie das heißt. Mit so einem anderen komischen. Es ist wie. Wie Brawl Stars da dieses andere Spiel nur halt voll auf Wish und daran erinnert mich Squadbuster. Hast du viel los?
Es gab doch, du hast doch mal dieses Spiel gespielt, Toba oder wie das hieß. Mit diesen Tieren. Nein, das hat mir immer Ich hab das einmal gecheckt, Digga. Danach nie wieder. Hast du gecheckt? Ich hab's aber auch nicht verstanden, wie. Digga, ich öffne eine Box, ich krieg gar nichts, ne? Da muss man wieder warten. Ich check nicht, wie man Charaktere freischaltet seit diesem Spiel. Digga, safe ist das Spiel wieder so Pay to Win jetzt auf dem Fall. Digga, jetzt lade ich mir das runter. Das ist ein Pay to Win Spiel. Digga, Shrimek hat live gemacht, wenn 12 Stunden nach New York fährt und da hat so ein VIP-Ding da alles, ne, gekauft. Digga, die haben so gefühlt das ganze Essen leer gekauft. Da kam so diese Security, ne, keine Security, sondern diese Typen. Diese Pilotassistenten oder wie man die nennt, keine Ahnung, ne. Kam die, hat den Tisch von den Zügen geklappt, ohne ihn zu fragen, weil er so viel bestellt hatte. Digga, der ganze Live war voll mit diesen Lach-Emojis. Das ist so dumm, Alter. Nein, die kommen nicht von der Stelle. Was hab ich denn für Bots in dieser Lobbys? In dieser Lobby. In dieser Lobbys, genau. Ja, ich hab ihn versprochen. What the fuck? Brunon. Was? Ist eigentlich zu morgen das mit. Morgen schreiben wir Mathe, ne? Ja. Und habt ihr schon dieses Gedichtvortrag gemacht, ja, ne? Von Deutsch? Ja. Wer weiß du morgen? Das war letzte Woche. Ja, Bro, ich muss noch machen. Digga, ich war bei diesem hier. Wie heißt dieser? Ich bin so dumm, ich hab alles vergessen, Alter. Alter! Okay, jetzt bin ich. Digga, Theo, wusstest du, dass dieser Erbsen-Skin. Ja, der hat ja drei Köpfe und drei Erbsen. Ja? Die alle drei haben einen verschiedenen Namen. Ja, ich weiß. Haben wir auch schon gesehen. Irgendwie erinnert mich der Typ an diese Pflanzen aus Zombie vs. Pflanzen da. Geil! Stimmt! Das war geil, das ist gut.